Herr Scholz hat uns gesagt, dass eine starke Gemeinschaft Widersprüche aushält, wenn wir uns zuhören und wenn wir Respekt voreinander haben. Herr Bundeskanzler, wir sorgen uns um den respektvollen Umgang mit Ungeimpften, die massiv aufgrund ihres Impfstatus diskriminiert werden und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ihr Druck führt zu Streit in den Familien und im Freundeskreis. Er führt zu Jobverlust und Depressionen. Universitäten auf einem Außenreißplatz oder populistischen Druck auf Menschen in Sündenbock-Manier, die sich nicht impfen lassen wollen, werden wir nur Ausgrenzung, Hass und Extremismus erreichen. Und viele Entscheider in unserem Land drücken verbal, wo sie nur können und merken dabei gar nicht, was hier in unserem Land eigentlich passiert. Sie spalten mit ihren Überbietungen an Szenarien zum Ausschließen Ungeimpfte, anstatt Brücken zu bauen, Lösungen zu finden und Kompromisse erkennen zu lassen. Wie wäre es damit, wir hören auf, Ungeimpfte für die Infektionsschwellen pauschal verantwortlich zu machen. Wir erkennen an, dass sie bei Einhaltung aller geltender Hygienemaßnahmen und Testverpflichtungen die gleichen Rechte wie Geimpfte haben. Zwei, keine Entlastung des Gesundheitswesens in einer Pandemie, wenn keine schon seit Jahren notwendigen Reformen durchgeführt werden. Wir müssen die Arbeitsbedingungen der Branche und der Infrastruktur an sich stärken. Fördergelder in Intensivbetten zu stecken, die es gar nicht gibt, ist Verschwendung von Steuergeldern. Es gibt doch auch kein Vertrauen in der Bevölkerung, wenn Politiker sich an Masken und Steueraffären bereichern, diese sogar noch als Karrieresprungbrett benutzen, in der Öffentlichkeit lügen und ihr Verhalten als vollkommen legal erscheinen lassen. Wo ist denn meine Hinterfragung, die für Gerechtigkeit und Sicherheit in diesem Land einsetzt? Es ist einfach unpopulär und die Impfung. Wir wollen sparen. Hier unterwegs gegen Zwang und gegen Lockdown. Wir sind nicht gegen die Impfung. Wir sind nicht gegen die Rechtsbrüche und nicht mehr Wir haben ja einen ganz neuen Virus.
Schulen, alle Radiosender und alle Fernsehsender täglich 20 Mal von der schlimmsten Pandemie der Menschheitsgeschichte. Wir werden bombardiert mit einer ständigen Bedrohung und alle miteinander. Leader!
Blockaden aller Regierungsmaßnahmen. Jeder Einzelne macht einen Staat. Der erste Schritt ist die unabhängige Information. Normalität, Hass zum Alltag. Wie viel Hass und wie viel Zwang erträgt eine Gesellschaft? In welcher Zukunft möchten wir leben? Wir wissen, dass Krieg nicht ausgerottet werden kann. Wir müssen lernen, damit zu leben. Ohne dabei unsere Menschlichkeit zu verlieren. Menschenliebe, Rücksichtnahme und zwischenmenschliche Liebe.
Momente, die das Herz berühren. Es sind die Tage, die man nie vergisst. 100.000, die zusammenstehen, für die Freiheit auf die Straße gehen. Heute ist Abstand tabu. Wir stehen zusammen für die Freiheit, denn nur so hört man uns zu. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, und das nimmt uns keiner. Wir zusammen für die Freiheit! Wenn Sie auch der Meinung sind, dass das alles so ist, wer sein kann, und das, was hier abläuft, für unsere Regime nicht mehr zu unserem. Thank you.